Kapitel 13. Die ältere atlantische christliche Kirche. Das geht zu weit. Nichts geht zu weit, was du bereit bist zu erkennen. Nur was nicht zu weit, das geht zu weit, musst Feind du nennen in Zeit und Ewigkeit. Es würde sich der Mühe lohnen, überall die zerstreuten Nachrichten, Tatsachen zu sammeln, die für unsere Ansicht sprechen, dass die Gestalt des Jesus Christus von Nazareth keine geschichtliche Person ist, sondern dass wir eine mystische Erscheinung vor uns haben. Einige Hinweise sollen hier folgen, die gewissermaßen Streiflichter werfen, die Helligkeit zu vermehren, die unsere Arbeit in das Dunkel der Weltangelegenheit gebracht hat. Die Übereinstimmungen sind auffallend. Jesus ist bekannt als ein König vor dem Weltuntergange, vor dem er warnte, und zwar als altdeutsche Überlieferung in Thüringen, wo das Volk oft noch Dinge bewahrt, die es vor Pfaffen und Professoren nicht sagt. Vor den Pfaffen fürchten sich diese Legendenträger und vor den Professoren schämen sie sich, aber beiden sind sie doch im sicheren Gefühl der Wahrheit überlegen. In Deutschland ist diese Heilandsgeschichte mit der großen Flut verquickt und enthält atlantische Überlieferungen, die ebenso auf den Königssohn Jesus, Asus, hinweisen, wie die druidischen Sagenreste. Auf einer altslawischen Tisselburg-Figur steht das Wort Krikti, Christus, und erinnert an die indienischen Christinos, Englisch, Kreis oder Kriegs. Auch der Anklang des Wortes Christus an die Griechen sollte Bedenken erregen, fließt doch das ganze kirchliche Christentum aus griechischen Quellen und griechischer Sprache. Die gleichlautenden Sagen, Überlieferungen und geschichtlichen Berichte von hüben und drüben des Ozeans, den wir bezeichnenderweise den Atlantischen, kurz den Atlantik nennen, richtiger die Atlantis, wo eben die Atlantis versanken ist, sprechen sich einstimmig darüber aus, dass lange vor Kolumbus das Land, das wir heute Amerika nennen, von Weißen besucht war und von Weißen beherrscht. Alle Herrschergeschlechter gehörten nach den Berichten der spanischen Eroberer mehr oder weniger noch zu ihrer Zeit der weißen Rasse an, die durch strenge Ehegesetze, Geschwisterehen, lange Zeit bewahrt wurde. Weiße Indianerstämme sahen schon die Eroberer, ihr Vorhandensein wurde immer behauptet und neuerdings wieder erwiesen. Montezuma sprach vor Spaniern von der ursprünglichen Verwandtschaft der Azteken mit den Spaniern und Portugiesen, denn dort in Mexiko hatte niemand ein Bedürfnis, diese alten Beziehungen zu leugnen, zu verwischen. Anders als die Kirche, die darum auch bemüht sein musste, alles auszuretten in jenen Ländern, was irgendwie auf urchristliche, das heißt in diesem Falle vorchristliche Gemeinsamkeiten hätte schließen lassen können. Manche Indianer konnte man für Romanen halten, für Franzosen, Spanier, Italiener, viele für Nordisch sogar, wie viele Reisende noch im 19. Jahrhundert über die Indianerstämme berichten. Aber die Frauen schienen alle echter indianisch zu sein, was vielleicht auf weiße Stammväter und farbige Stammmütter deutet, von der weißen Kriegereinwanderung früherer Zeiten her. Entscheidend für uns bleibt immer die Bestätigung, dass auch die altamerikanischen und ostasiatischen Kulturen Ausstrahlungen der altarischen Kultur sind. Alle Sprache, alle Religion ist altarisch. Besonders die Amerikanisten haben da ans wunderbare Grenzen der Entdeckung gemacht. Die alten Mexikaner und Peruaner waren im Besitz der ariochristlichen Lehre, sie hatten das Kreuzsymbol, das Abendmahl, die christlichen Riten schon 500 vor Christus. Es ist das Verdienst Dr. Albrecht Wirtz, nachgewiesen zu haben, dass auch die ostasiatischen Kulturen ziemlich späte Abzweigungen der arisch-atlantischen Kultur sind. Die Forschungen von Penka, G. V. List, Kiesling, Donnelly, zeigen immer klarer bis in die kleinsten Einzelheiten den engen Zusammenhang aller Mythologien und Religionen, ja aller Sprachen. Stocken weist nach, dass gewisse Worte im Altmexikanischen und Altperuanischen mit der Maurisprache und der Samarischen Sprache in naher Verbindung stehen. Diese Tatsachen wurden hier etwas ausführlicher behandelt, weil sie eine Erklärung leichter machen für die überraschende Entdeckung, dass christliches Brauchtum, christliche Lehre und Symbolik in ganz Amerika, zur großen Verblüffung der dort raubenden und mordenden europäischen Christen, von jeher in Übung schienen. Wer klugerweise die Geschichtlichkeit der Atlantis nicht leugnet, für den ist die vorkolumbische Verbindung zwischen alter und neuer Welt kein Rätsel. Die Wikinger hatten schon immer nach dem Festlande Amerikas gesiedelt und nicht erst seit Leif und Erich dem Roten im Jahre 1000. Auch berichtet Leif von Fahrten und Siedlungen seiner Stammesbrüder vor seiner Zeit, und ebenso geschichtlich sind irische Siedlungen und Fahrten nach dem fernen westlichen Lande überliefert. Zeugnisse der normannen Zeit in Amerika sind jene Runeninschriften, die im Jahre 1680 auf dem Writing Rock im Staate Massachusetts bei Taunton, südlich Boston, aufgefunden wurden. In der Tat ist die Bedeutung dieses sprechenden Steines nicht zu unterschätzen. Treibgut an den Küsten der britischen Inseln überzeugte ihre Bewohner längst von dem Vorhandensein fremder Lande im Westen und fremder Rassen, von denen sogar gelegentlich Vertreter auf leichten Fahrzeugen durch Sturm nach Osten verschlagen worden waren, nach alten Berichten sogar noch in der Wikingerzeit. Professor Dr. Hennig berichtete darüber, die isländischen Sagas erzählen, der Normanne Leif sei im Jahre 1000 aus Grönland, wo sein Vater, Erich der Rote, sich 17 Jahre vorher angesiedelt hatte, nach Südwesten vorgestoßen, um neues Land zu finden, und habe zunächst ein Steinland, Helluland gleich Labrador, dann ein Waldland, Markland gleich Neufundland oder, wahrscheinlicher, Neubraunschweig, und schließlich das gesegnete Finnland, Weinland, entdeckt, das von den meisten Forschern an der Küste des heutigen Staates Massachusetts gesucht wird, Isländer selbst, so Sigurd Stefansson im Jahre 1570, haben diese Lage der drei von ihren Vorfahren entdeckten Länder zueinander angenommen. Und man hat daher allen Grund, zu vermuten, dass Leifs und seiner verschiedenen Nachfolgereisen sich bis zur Cape-Cod-Halbinsel hinunter erstreckt haben. Aber darüber hinaus glaubt man in Massachusetts eine ganze Reihe Feststellungen gemacht zu haben, die ohne die Annahme eines frühzeitigen Einflusses von Europäern überhaupt nicht recht verständlich sind. In alten Grabstätten der Indianer,
Den erdhügelartigen Moons hat man in Massachusetts eigenartige Geräte und Werkzeuge gefunden, die keinesfalls von amerikanischen Eingeborenen herstammen können und typisch nordisches Gepräge tragen. Und da die betreffenden Moons zum Teil schon vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus angelegt worden sind, muss damit eigentlich jeder Zweifel daran schwinden, dass Normannen die betreffenden Waren nach Massachusetts gebracht haben und dass sie dann, durch Handel, Tausch, Diebstahl oder Raub in indienischen Besitz übergegangen sind. Literarische Denkmäler sprechen gleichfalls gegen die Vermutung, dass die Finnlandberichte erdichtet seien. Es sind ja nicht nur die isländischen Sagas, die von Finnland erzählen, sondern noch früher schreibt der deutsche Chronist Adam von Bremen, um 1070-1075, von einem Finnland im Ozean, in dem wilder Wein und wild wachsendes Getreide, Mais, in Menge zu finden seien. Und wahrscheinlich noch etwa 20 Jahre älter ist ein dänischer Rannenstein, auf dem Finnlands Erwähnung getan wird. Wir kennen den Stein, der leider spurlos verschwunden ist, nur von einer im Jahre 1823 angefertigten Abbildung seiner Inschrift. Der Stein stand beim Gute Hönen bei Remarikel in Norwegen und ist offenbar einem jungen Seefahrer aus vornehmem Geschlecht gesetzt worden. Der Anfang des Textes ist verloren. Der erhaltene Teil lautet in der Übersetzung folgendermaßen: Sie kamen hinaus und über große Strecken und benötigten des Zeuges, sich daran zu trocknen, und des Essens, weiter nach Finnland hin und auf die Eisflächen in den Einöden. Schlimmes kann das Glück verscheuchen, so dass man früh stirbt. Auch in einem alten Epos von den Färöerinseln ist viel von Finnland die Rede. Es ist also schlechterdings ausgeschlossen, dass Finnland lediglich ein Fantasiegebilde gewesen sein soll. Ist so an den Finnland-Überlieferungen selbst kaum ein Zweifel möglich, dann gewinnt auch die Nachricht von noch einem anderen Lande auf amerikanischem Boden an Glaubwürdigkeit, die Nachricht vom Hildramanna, Weißmänner, Land, das in den isländischen Finnlandsagas erwähnt wird. Die Normannen von Grönland, die nach Finnland kamen, hörten die eingeborenen Indianer von einem noch südlicheren Lande sprechen, wo weiße Männer in weißen Gewandern singend und mit Fähnlein umherziehen sollten, also offenbar Christen. Prozessionen sind kein nur christlicher Brauch, er ist auch übernommen. Die Normannen nannten dieses Land, das sie selbst leider nicht aufsuchten, Großirland oder Weißmännerland. Während Finnland von den Grönländern, so viel wir wissen, immer nur für kürzere Zeit bewohnt wurde, soll Hildramannaland eine wirkliche, offenbar schon um 790 nach Christus gegründete Kolonie eines christlichen Europäervolkes, höchstwahrscheinlich eine irische Kolonie, gewesen sein. Die isländischen Sagas wissen von drei Fällen zu berichten, in denen normannische Seefahrer aus Island widerwillig vom Sturm dorthin getragen worden sein sollen, und zwar in den Jahren 982, 999 und 1029. Was es mit diesem Hildramannaland für eine Bewandtnis hatte, ist ein noch ungelöstes Rätsel. Es scheint, dass es sich südlich von Finnland, etwa von der Cassapeake Bay bis nach Florida hinunter erstreckte, Rannensteine auf Florida, R.I.G. und dass es mindestens 200-250 Jahre eine europäische christliche Kolonie auf amerikanischem Boden war, über deren Schicksale wir aber nur äußerst kümmerlich unterrichtet sind. Wann und wie sie ihr Ende gefunden hat, was aus ihren weißen Bewohnern geworden ist, ist völlig unbekannt. Noch ums Jahr 1750 wurde bei den am Ohio wohnenden Schwanen davon gesprochen, Florida sei einst von Weißen bewohnt gewesen, die eiserne Werkzeuge besaßen. Auch unter den Kulturvölkern Mexikos, den Tolteken und Maya-Indianern, erhielt sich das Gerücht, ihre Kultur sei ihnen von Norden her ins Land gebracht worden. Der Kulturbringer der Mayas, Quetzalcoatl, der weiße Heiland und unendlich gütige Gott, trägt Züge von Christus an sich, ja, er wird sogar als göttlicher Sohn einer jungfräulichen Mutter geschildert. Auch die Sitte der Verehrung des Kreuzes im alten Mexiko, über die sich schon Cortés wunderte, ein Zölibat der Priester, religiöse Sitten, die unserer Taufe und unserem Abendmahl außerordentlich ähneln, dies alles lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf starke christliche Einflüsse lange vor Kolumbus schließen, die unter den obwaltenden Umständen eigentlich nur von den christlichen Hildramannalandiern in Florida ausgegangen sein können. In Yucatan hat man sogar einen besonderen Tempel des Kreuzes der Mayas entdeckt, in dem die Verehrung des Kreuzes auch bildlich dargestellt ist, und zwar in der rätselhaften Ruinenstadt Palenque, die man, vom Urwald völlig begraben, wieder aufgefunden hat. Der Geheimnis ist kein Ende, wenn man sich in die Wunder der altamerikanischen Kulturen vertieft. Hier liegt unzweifelhaft eines der dankbarsten Betätigungsgebiete künftiger Forschung vor. Wir schließen aus wohlbedachten Gründen viel weiter, nämlich, dass das Christentum der Atlantis entstammt und vom Westen, Irland, Schottland, Iona wieder als eine uralte Lehre neu belebt, von Rom seine Umfälschung erfuhr. Die mexikanischen Pyramiden im Westen und die ägyptischen Pyramiden im Osten lassen Atlantis, ihr Mutterland, nicht nur vermuten, sondern dieser Überlegung drängt sich jedem auf, auch wenn er nicht den klaren Bericht Platons über die Atlantis aus ägyptischer Quelle kennt oder ernst nehmen müsste. Als Ergänzung unserer Behauptung von dem atlantischen Ursprung des Christentums muss man den Bericht begrüßen, den Sven Hedin gibt, und was lange vor ihm Kapuziner als Missionare zu melden schon wussten, dass der Lamanismus in Tibet eine vollkommene Entsprechung der katholischen Kirche sei. Hier lässt sich nichts vertuschen und verheimlichen, weil hier im hellen Licht neuerer Geschichte keine Möglichkeit besteht, eine Verbindung Tibets mit dem Westen seit der Neuausgrabung des Christentums unterzuschieben. Tibet blieb bis in unsere Tage unberührt und wird noch manches Geheimnis preisgeben, was nicht im Sinne Roms liegt. Wie ist die vollkommene Kultgleichheit in Rom und in Lhasa zu erklären, zu entschuldigen, möchte man beinahe sagen. Warum schweigt sich Rom und überhaupt die ganze Theologie über diese wichtigen, rätselhaften Zusammenhänge aus? Sie beschäftigen sich wahrlich mit weniger. Altamerikanisches Sonnenhakenkreuz aus einem Moor und im Staate Tennessee. Christliches Kreuz Sonnenrad aus Nordamerika vor seiner Wiederentdeckung.
aussichtsreichen Fragen. Warum hält sich Tibet so unnahbar und verschlossen? Die unwirtlichen Verhältnisse von Land und Klima sind es keineswegs. 3 Bataillone englischer Infanterie würden den Eingang in das Land erzwingen, und unter ihrem Schutze könnten Gelehrte und Sachverständige wertvollen Aufschluss geben. Die römische Kirche spricht von unerklärbaren Mysterien ihres Kultes und setzt sich damit in Widerspruch mit dem offenen Hinaustragen der Lehre zu den Heiden, die diese Mysterien noch weniger begreifen werden als die Kirche selbst. In dem geheimnisvollen Tibet verbirgt sich Kult und Lehre hinter einem undurchdringlich scheinenden Schleier. Fast sieht es so aus, als ob Tibet, das zwar nicht die Schlüssel zu dem Geheimnis im Wappen führt, dennoch das Geheimnis kennt, während Rom schon längst den geistigen Schlüssel verloren hat. Wenn es bei den Germanen und den alten Indianern Taufe und Abendmahl gab, Gebräuche, die man bei den Lamas wiederfindet, so müssen wir uns fragen, wo kommen diese Symbole und Gedanken ursprünglich her? Aus Rom nicht, denn sie sind in Tibet und in Amerika offenbar aus anderen Quellen geschöpft. Das ist klar. Also ergibt sich von selbst der gemeinsame Ursprung der 3 Kultprovinzen Tibet, Rom, Mexiko aus einem Mutterkult, den wir ohne Zwang auf die untergegangene Atlantis verlegen können. Der Großlama opfert Brot und Wein, isst und trinkt davon und verteilt es dann weiter. Er trägt die Tiara wie der Papst, die Troja, die 3, die Troie, die Treue der atlantischen Könige. Es handelt sich nicht bloß um Ähnlichkeiten, sondern um eine völlige Übereinstimmung. Das führt auf einen gemeinsamen Urgrund, der nur in der Atlantis zu suchen ist. Der römische Kult steht nur räumlich zwischen dem amerikanischen und dem tibetanischen, keineswegs als Ausgangsort. Sie alle 3 leiten ihren Ursprung aus dem Urkult der arisch-atlantischen Priesterschaft, die jene Religion lehrte, die noch in äußerster Verdünnung ihres Gehaltes bei allen Völkern der Erde in Geltung ist, wenn man durch Entartung, Entstellung, Unverständnis und Verfälschung hindurch den esoterischen Kern, den Erkenntnisschatz der Dogmen, der Mythen, der Lehren und Vorstellungen vor Augen behält. Dieser Kern nun entstammt der Atlantis, vor ihrer eigenen, überlieferten Entfassung, geistig und körperlich, und wir können an dieser Auffassung unbedenklich festhalten, solange wir nicht eines Besseren belehrt werden. Diese Annahme, gestehen wir ruhig dieser Einschränkung weniger Entschlossenen zu, verhilft uns wenigstens zu einem festen Standort, zu dem wir von allen Misslungen versuchen anderer Erklärungen wieder zurückfinden. Krummstab, Glocke, Vesper, Messe und Schlüssel gibt es auch in Tibet, in Yasatrund als Stellvertreter Gottes unfehlbar und unnahbar der Dalai Lama, wie in Rom der Papst. In Europa ein christliches und je ein heidnisches Oberhaupt in Asien und Amerika, die sich gegenseitig zerfleischen würden, sobald sie aufeinander losgelassen wären. Das blutdürstigste ist jedenfalls das mit dem Namen Rom, es hat von seinem Bruder in Amerika auch kaum etwas übrig gelassen, hat ihn mit Haut, Haar und Knochen verschlungen, weil es eben zu seinem Entsetzen in dem Wiedergefundenen seinen Bruder erkannte, aus brüderlicher, christlicher Liebe, rein aus Liebe aufgefressen. Es ist kein Zweifel, dass es auch den tibetanischen Bruder mit bekannten Liebesarmen umfangen würde, wenn es einmal seiner habhaft werden könnte. Aber diese tödliche Verbrüderung müsste sich unter den Augen einer wacheren Welt zutragen, und es wird dann die Zeit gekommen sein, wo die Tiara, die Troja, die dreifache Krone, was die alte Dreie, Treue, der alte Glaube, die Gelobung bedeutet, der niederen Stern entfällt. Der Jesus, der Asus, der Gottessohn, der Christus, der Aristus, der Christus ist nur ein von der römischen Kirche entlehntes Licht, das ihr umsonst scheint, weil es sie nie erleuchtet hat. Sie hat noch alle wahren Jünger, das heißt an göttlicher Erkenntnis jung gewordenen Nachfolger Jesu Christi verbannt und verbrannt. Man vernichtete jeden, statt ihn zu bessern, der sich je nach Meinung der Kirche versehen, vergangen, verirrt hatte. Aber Rom war niemals des Aristos Christus Macht gegeben, weil ihm immer des Asensprossen Liebe mangelte. Ohne Liebe keine Macht und die Führerrassen müssen sich das gesagt sein lassen, auch sie werden erst wieder in die Macht, in ihr Erbe treten, wenn sie mit dem Anspruch der göttlichen und irdischen Erstgeburt auch die Pflicht übernehmen, nicht nur über die jüngeren Brüder, die niederen Rassen und Tiere und Pflanzen, ja Stein und Erde zu herrschen, sondern sie zu pflegen und nicht auszubeuten, auszurotten, wie sie heute in ihrer Verblendung tun. Nur wer die Stellvertretung Gottes auf Erden wirklich will und mit Macht auch die Güter und Liebe verbindet, der wird die Führerschaft behaupten. Wir reinigen nicht, wir peinigen die Welt durch Ausrottung des noch nicht Entwickelten, wir bessern sie durch seine Höherführung, Höherleitung, Höherzüchtung im Geiste und im Leibe. In Palenque, Mexiko, fand sich ein lateinisches Kreuz mit Hahn und Mütze. Der Hahn deutet auf den hohen, mundartlich deutschen noch Hahn, und beweist von neuem, dass dort die Symbolsprache arisch war, der die deutsche Sprache noch am nächsten steht, denn aus dem Arischen und dem Deutschen ist jene noch unmittelbar lesbar, lesbar. Andererseits erscheint das christliche Kreuz schon auf Steinzeitresten, auch auf einer vorchristlichen altniedersächsischen Urne, zusammen mit dem Hakenkreuz. Die Plünderer jener altmexikanischen Staaten und Kulturen, denn der Name Eroberer ist für die Verbrecher zu ehrlich, standen in Amerika in starrem Erstaunen vor Täufern, Kreuzverehrern, vor der Taube, vor dem Gekreuzigten. Das Kreuzigungsmysterium ist vor Jahrtausenden schon Kreuzdarstellungen auf der Platte von Renengard. Kreuzfigur an den Felswänden von Lago delle Merovitia. 4000 vor Christus. Vorchristlicher Jaspiszylinder, abgerollt, aus Zypern, Schwurszene mit Kreuz. Sonnenradkreuz aus Schweden 10.000 vor Christus. Gefäß mit Kreuz, Radkreuz von Petrin, England. Vorgeschichtliche Radkreuze von den Steinmeißelungen in Schweden nach Amerika gekommen und dort ebenso missverstanden worden, verfälscht zu einem wirklichen leiblichen Tod am Kreuze von Holz, statt des sinnbildlichen Todes am Kreuze der Welt des Suchenden zur geistigen Wiedergeburt. Die katholischen Priester und Mönche sahen in ihren eigenen Gebräuchen und Lehren auf fremder neu entdeckter Erde nur Höllenzwang und Teufelswerk,
und leuchteten statt mit der friedlichen Fackel der Wissenschaft mit den flammenden Scheiten des Scheiterhaufens hinter dieses Geheimnis. Sie verbrannten Schriften und alles Wertvolle, dessen sie habhaft werden konnten. Aus Dummheit oder aus Bosheit, wer kann es sagen, sicherlich aus vollkommener Gottverlassenheit. Einige Handschriften und Texte sind aber gerettet und werden uns wertvolle Aufschlüsse geben. Und wenn das christliche Ungeheuer auch alles vernichtet und verzehrt hätte in seinem feurigen Rachen, die Wahrheit lebt und wird sich auch in Weltenrhythmen nicht mehr dunkeln lassen. Ihr Schein durchdrängt alle Gefängnismauern, in die man sie sperren wollte. Die Kreuzigungsnachricht, der mystische Kreuzestod, kam also vor dem Untergang der Atlantis nach Amerika. Dann begann erst nach Christi Geburt. Wir können diese missverständliche Zeitberechnung hier nicht vermeiden. Die lange Unterbrechung der Verbindung beider Weltteile, Europas und Amerikas, wenigstens nach dem Ergebnis der uns zugänglich gemachten üblichen Geschichtsschreibung. Tatsächlich ist die Verbindung niemals unterbrochen gewesen zwischen Portugal, Irland, den Kanarischen Inseln, den Azoren einerseits und Amerika andererseits. Es ist nun auch verständlicher, warum die Lehre des Jesus, des Heilandes, des Heliandes, des Sohnes Gottes, des Höchsten, des Haristos, des Heiersten, des Ersten in Irland, England, in der Bretagne, in Norddeutschland sich vorfand, als die römischen Missionare kamen und im Auftrage der schon römischen Kirche die Umfälschung auch hier vollzogen, nicht ohne Widerstand bis heute. Wir müssen nun auch sagen, wer dieser Jesus war, wenn auch nur andeutungsweise. Es ist ein Gott, Jesus, Asus, Jasus, Jesus erwiesen bei den Kelten, ein Wort, das wir mit dem deutschen Helden gleichsetzen, und somit sicher auch bei den Gallien, Galiläern, Galatern, Chaldeern, Kaledonien und wie ihre Ausläufer in der ganzen Welt heißen. Der Name Jesus, Jesus, Asus wird auch auf einen König aus dem Stamme Isa, Jesse, der Esser, der Esser, der Asen zurückgeführt. Es ist anzunehmen, dass beide Gestalten sich verwoben, vertauschten, vereinigten. Gott Jesus der Kelten, der Gallier, der Gelben, der Blonden, der Galen, wurde zum völlig verballhornten, biblischen Galiläer Jesus. Hier im Galiläa hat sich noch echte Erinnerung erhalten, gelang die Fälschung nicht vollständig. Ganz abgesehen davon, dass wir auch sehr genau wissen, dass sowohl die druidischen Überlieferungen vom Asus wie auch der Geheimtext der Evangelien den kosmischen Christus enthalten. Dieser kosmische Christus und die königliche Jesusgestalt, beide wurden dann auf einer niederen Ebene allmählich miteinander verwechselt in der Vorstellung und der Überlieferung der vernunftlosen Mächte. Die Kelten, Helden, als die älteren Verwandten, als die Väter und Brüder der Germanen, also sie selbst und doch wieder andere, wenn auch der gleichen Art, haben sich auf ihren Wanderzügen, die keine Mangel- und Hungerfahrten waren, sondern planmäßiger Erdsiedlung seit Jahrtausenden dienten, über die ganze Erde verbreitet. In Kalydon, das jetzt Griechenland heißt, waren sie die Hellenen, die Hellen. Die Chaldeer entstammen den Kelten, den Kaledoniern. Schottland hieß Kaledonien. Wo keltische Sprachen noch nachweisbar sind, zum Beispiel in Schottland, in der Bretagne, da finden sich auch die größten und ältesten Denkmäler astrologischen Wissens, wie die Steinkreise und Steinsetzungen in nördlicheren Teilen Europas erweisen. Assyrischer König, 9. Jahrhundert vor Christus, mit umgehängtem Kreuz, ähnlich dem Eisernen Kreuz. Alle orientalische, chaldäische Sternkunde stammt aus dieser Pflanzstätte der alten Atlantis. Welche Erklärung hätte man sonst für die Erscheinung, dass in dem angeblichen Geburtslande der Sternkunde, Sumerien oder Chaldea die heutigen Bewohner auf einer so niederen Stufe der Bildung stehen, dass von einer auch nur oberflächlichen Beschäftigung mit der Himmelskunde keine Rede sein kann? Jene Blütezeit wurde von anderen Menschen geschaffen, die aus dem Ursprungslande aller Kultur stammten, mittelbar aus der Atlantis, offenkundig aus Kaledonien. Es ist ein Ros entsprungen, aus Jessiva die Art singt der Dichter nach uralter Überlieferung. Aus dem Stammbaum, das heißt der Stammwurzel Jesse, Jesus, Asus, Essa, Isai brach ein neuer Zweig. Essa, Isai ist aber nach einer letzten höchsten Erkenntnisstufe der Stern und der Ort unserer Wiedergeburt aus dem Kosmos. Die Keltgermanen, Heldgermanen nahmen einst ein Drittel von Europa und Vorderasien ein. Caesar berichtet, die Kelten hätten sich griechischer Schriftzeichen bedient. Solche fanden sich auch in Helvetien. Aber das Gegenteil ist die Wahrheit, die Griechen. Die Kaledonen hatten ihre Schriftzeichen von ihren Vätern, den Kaledoniern, den Kelten, die diese Rannen aus atlantischen Urrannen gebildet hatten. Auch Jesus lehrte die 16 Urrannen, die auf 17 und 18 sich später erweiterten. Nach Aristoteles, Plinius und Tacitus gab es 18 Buchstaben. Wir erläutern noch im dritten Teil das Vaterunser als eine 18-teilige Runenraunenreihung. Der Jesus, der Jesus, der Hase Jesus war selbstverständlich der Rannen mächtig, sei es nun als mystische oder geschichtliche Gestalt, denn das Futhark, das Futa, das Vatergebet, wie wir das Wort einzig richtig, weil sprachurkundig, übersetzen, ist nicht eine leere Aufreihung, Aufzählung von Buchstaben wie ein halb entsiedeltes heutiges europäisches Alphabet, sondern der Wind, Welt, Rosenkräfterkranz des Himmels, der im Tierkreise unser Haupt im ewigen Gebet der Zeiten umschwingt. Schon Berelius sagte, die Rannen seien umso reiner gezeichnet und geschnitten, je älter sie wären. Und so, in der Tat, sehen wir auch den Ausgang aller europäischen, überhaupt aller Schriften der Erde klar aus dem Kristallsiegel des Hagals, das die heiligen Urannen enthält. Keine Schrift der Erde lässt sich so auf ein Maß und eine Zahl bringen als die nordischen, keltgermanischen, heldgermanischen, altarmanischen Rannen. Man beachte diese Wortableitungen atlantischer Herkunft. Halsschmuck assyrischer Könige mit dem Sonnenrad, dem Mond und der Windrose. Der Heliant, der Parzival, die Artusage, die Adams Handschrift, die Übersetzung des Wulfilas als die älteste der Evangelien, die altsächsische Genesis sind nicht Nachdichtungen,
sondern echtere Reste einer Urbibel, als es die christlich-jüdischen sind, wenn wir eine vermutliche Urquelle aller heiligen Bücher so nennen wollen. Überall im Abendland wurden Funde von literarischen Bruchstücken gemacht, die vieles anders und vieles andere überliefern als das Alte und Neue Testament und nicht unwahrscheinlicher, sondern entschieden ehrlicher, absichtsloser. In Amerika wird der Gekreuzigte von vier Geiern angefallen, die den vier Weltenden des Kreuzes entsprechen, den vier Elementen Feuer, Luft, Erde und Wasser, die jeder ein Zubeinde der alten Mysterien unter schrecklicher Prüfung seiner Widerstandskräfte überwinden musste, nachdem er im Kreuzeslager auf der Erde ausgestreckt, ans Kreuz geheftet, den mystischen Tod gestorben war, in dreitägiger einsamer Betrachtung versanken, begraben, um aufzuerstehen zu einem neuen geistigen Leben als zweimal, als Wiedergeborener. Niemals noch wurde genug auf dieses Gleichnis hingewiesen, denn der Irrtum, die Verwörtlichung, Vergeschichtlichung eines Sinnbildes hält immer noch den Ungeist ganzer Zeitalter in sklavischen Fesseln. In dem geheimnisvollen Goslar, das noch unbekannte germanische Heiligtümer, unter anderem den Krodoaltar aufweist, fand man fast verblasste Gemälde hinter großen Rathausschränken, auf denen Jesus dargestellt ist, am Marterpfahl, mit Pfeilwunden bedeckt, drei Linien über dem Haupte zwischen zwei Sibyllen. Das sind eher ältere Auffassungen als jüngere. Es ist der Balger Christus, nach dem der blinde Hütor, Hedder, der Missleitete, heute noch schießt. Die beiden Sibyllen aber sind die Mutter Frigga, Wotans Gemahlin und der als altes Weib, böse sieben, Sibyllin, verkleidete Loki, der Mephistopheles des nördlichen Götterhimmels. Heliant und altenglische Dichter sehen in Jesus den mannhaften jungen König und Helden, die jünger als seine Krieger. Wie die Krieger Krishnas in Indien gegen böse Geister kämpfen, so die keltgermanischen, heldgermanischen Krieger gegen Ungeheuer. In Irland, dem Ireland, Ireland, dem Arialand, hieß er der Güllichrist, das heißt der Keltenchrist. Jesus war dort ein König, ein Gottessohn aus alter, versankener Zeit. Hier war, als am Ursprungsorte, besser der Übernahmestelle der Messe aus der Atlantis, die Erinnerung noch wacher, und dieser Königsgestalt scheint wahrscheinlicherer und wahrhaftigerer Gottessohn kosmischer Geburt als der Wanderprediger aus Galiläa, das ist Galilin in Palästina. Deshalb hielt man es auch für notwendig, für den Jesus das Königsblut aus dem Stamme Davids nachzuweisen, so wenig überzeugend der Versuch auch gelang. Wir finden Zeus, den Vater Tyrs, Christi, als Tus, Thais, als dies belegt bei Cäsar, den die Gallier ihren Stammvater nennen, Tyrs, Tuas, Trus, Trut, daher die Triten. Die nicht nur in Gallien, sondern auch in Germanien selbstverständlich die Trumia, die Treue, die Dreie pflegten, als Stammvater verehrt von Kelten, Skythen, Skoten oder Schotten, Goten, Gauten, Geten. Man will dies Einheitsvolk des Nordens nicht als eine rassische und kultische Einheit erkennen und geht darum noch lange mit aller Forschung darüber in die Irre. Auch der Name der Juden, der Guten, gehört in diese Volks- und Wortstammreihe und erweist die Berechtigung der Annahme eines auserwählten Volkes der Juden, der Guten, wenn auch längst erwiesen ist, dass es sich bei den biblischen Juden und den geschichtlichen Juden um eine Verwechslung, eine Unterschiebung handelt. Denn jenes Buch, das wir das Alte Testament nennen, fließt aus arischen Quellen, die von Esra und Nehemia abgeleitet und getrübt wurden. Die Eiche war der Tisbaum, der Zeusbaum im Norden wie im Süden, bei den Kelten, den Helden, den Hellen, den Galen, den Gelben, den Blonden. Dass die Treue als Art und Ort im Norden zu suchen ist, bezeugt uns nicht nur der Römer Tacitus, sondern hunderte, Jahrtausende von Troja-Orten, Triberg, Treuberg, Truberg, Trudering, Treuchlingen, Trödinden, Treuertinden, Trier und so weiter. Über die ganze Welt hin sind die erhabenen kosmischen Trümmer des Jesus-Christus-Bildes zerstreut. Vieles, was nicht in den Evangelien enthalten ist, hat sich außerhalb dieser Überlieferung bewahrt, nicht verwunderlich, wenn von hunderten von Texten nur vier beglaubigte, gereinigte übrig bleiben durften, alles andere als ungeeignet für die Zwecke der Täuschung hinausgeworfen wurde. So hat Jesus nach anderer Überlieferung gesagt, ihr seid etwas viel Besseres, nicht gleich, als die Lilien auf dem Felde. Nach Epiphanias lehrte Jesus, ich kam, die Opfer zu zerstören und wenn ihr nicht vom Opfer lasst, so wird auch der Zorn nicht von euch lassen. Dennoch bringt die Kirche das tägliche Messopfer, das doch auch ein blutiges Opfer ist in schwacher Verhüllung, nach dem Dogma, nachdem sich der Wein und das Brot in Blut und Fleisch wandelt. Dies Opfer in solcher Gestalt und Auffassung ist schwarze Magie. Seine wahre Bedeutung ist, der Gottessohn, die höhere Menschheit, hat sich geopfert durch die Vermischung seines Blutes mit den niederen Rassen, den jüngeren Brüdern. Dadurch erniedrigte er sich vor Gott und den Menschen. Ein neuer Zeitenring aber zieht die ganze Menschheit wieder auf eine höhere Stufe. Über einem Torbogen in Indien steht noch ein vergessenes Wort, Jesus, über dem Friede sei, hat gesagt, diese Welt ist nur eine Brücke. Gehe hinüber und verweine nicht zu sehr auf ihr. Das ist eine Rede eines arischen Weisen wert, eines Eingeweihten, der von der Ewigkeit des geistigen Ich weiß durch die vielen Verkörperungen auf dem Wege zu seiner Vollendung. Jesus nannte sich nach den Evangelien auf Griechisch einen Sohn des Theos, das ist aber der keltgermanische, heldgermanische, altarmanische Theos, Theot, Teut, Zeus. Auf die rechte Zeus-Erkenntnis kommt alles an, besonders zum Umdenken für den Leser. Alles starrt gebannt, hypnotisiert von der falschen Zeitvorstellung auf die Geburt eines Jesus Christus vor 1900 Jahren. Gewiss bringt die Tatsache der Gleichwertigkeit und Gleichläufigkeit der Christus- und der Buddha-Gestalt viele Überzeugungen, die eigentlich Übertölpelungen sind, ins Wanken, aber das genügt noch nicht, das tief gewurzelte Vorurteil von der Erstgeburt alles palästinensischen Judenchristentums auszuretten, auszureißen. Der keltische Jesus, Asus, wie wir ihn nur vorübergehend nennen wollen, ist jedenfalls älter als der indische Krishna und Buddha.
vom einst warmen Norden aus, dem Ursprungslande des Pols, des Apulas, des Apollo, des Hyperboreas, verbreitete sich die Geschichte von der Geburt eines Weltheilandes. Die Bibel ist ein Sammelsurium uralter Literaturfetzen der unterschiedlichsten Wertigkeiten, sie als ein Geisteserzeugnis der darin schlecht und recht abgemalten Juden anzusehen, heißt grob gesprochen, der Wahrheit mit schmutzigen Stiefeln ins Gesicht treten. Wir brachten schon die Sibyllen in Zusammenhang mit dem Jesus Christus, dessen kommen sie schon immer aus einer himmlischen Geburt weissagen, auch mit dem Einhorn, das ein Symbol des Christus ist, des Einhuren, des Eingeborenen, des Eingezockten, Einziggezockten, Einhuren. Huren ist Zeugen, und das Horn ist Sinnbild des Zeugungsgliedes. Das Einhorn ist das Tier aber auch der Tür, der Herr der Sibyllen, das sie reiten, Rhythmen, das nach der kirchlichen Legende sein Horn in Marias Schosse birgt. Dieser Schoss ist immer der Schoss einer reinen Jungfrau, auf das die reine Zeugung, im Geiste und im Leibe, gewährleistet sei. Dieser Zeuge, Zeuge aller ist der Zeus Zion Zion Sohn, der Jesus, der Asus, der Christus, der Christus, der Erste, sei es nun auf der irdischen Ebene oder auf der geistigen, himmlischen Ebene, denn eines muss dem anderen in der Wirklichkeit entsprechen. Wir erkennen hier mühelos die Urgründer und Urzeichen der Urreligion, die eine Rassen, eine Zucht, eine Zeugungs, eine Zeus-Religion gewesen sein muss, denn Religion ist Mene, ist Gottes- und Menschenmene, ist Liebesdienst dem Leiblichen, und sei es durch Missverstand und Entartung auf der niedrigsten Ebene der Tempelprostitution. Als Liebesdienst zum Zwecke einer Hochzucht wurde er nur in seiner Heimat, im Norden erdacht und befolgt. Schon die Tatsache der Ausartung dieses Dienstes im Orient zum Deckmantel der Unzucht zeigt die Herkunft der alten Artungs- und Höratungsreligion als aus dem Ariatum notwendig erwachsen. Und das Einhorn lebte nach der Sage nur im Harze. Das ist nicht ganz wörtlich zu nehmen, obwohl viele Anzeichen nach Goslar deuten als einen Stützpunkt der Jesusreligion, denn mit dem Harze ist das Herz gemeint. Und sprachlich ist Harz auch Herz, das Herz Deutschlands, Teutlands, des Zeuslandes der Welt. Aber aus dem Herzen allein entspringt das Einhorn, entspringt der Wunsch zur Zeugung, aus dem einen, dem Göttlichen, dem Hohen, und in diesem Betrachter ist es wichtig, dass wiederum nur aus dem germanischen, dem deutschen Sprachgut dies Wort vom Einhorn als ein Sinnmal, eine Gleichung zu deuten möglich ist. Christus gleicht Tür, als dem wir ihn missisch erwiesen, unbeschadet seines kosmischen Ursprungs, ist in das Land Tyrs als seines Ausgangsortes zu verlegen, in das Land, wo die Tyrenner noch heute seinen Namen tragen und wo die drei Gleichen, die drei Gleichhohen, die Dreiheit, die Troja, die Trias des Hohen, des Ebenhohen und des Dritten als uralte Burgennamen auf alten heiligen Städten in die Gegenwart reichen. Christus ist das Einhorn, das die eine reine Zeugung durch die eine reine Jungfrau ermöglicht, aber er ist auch der Pelikan, der mit seinem Blute die Jungen aufzieht, aufzeugt, die Jüngern dieser Erde, unsere jüngeren Brüder hinaufzieht, hinaufzeugt im Geiste und im Leibe. Dieses andere Blutzuchtsymbol sprach in hunderten von Bildern, Meißelungen und Fabeln zu den verständigen Eingeweihten des gar nicht so dunklen Mittelalters, das sich nur in dunklen Köpfen dunkel widerspiegelt. Die Symbole sprachen damals und sprechen heute noch eine Sprache, zu der mehr Weisheit gehört als zu dem ungenießbaren gelehrten Stil unserer Tage, der meist geist- und gottlos, nur ebenso gottlosen und geistlosen Fachgenossen verständlich ist. Pelikan als Geheimwort ist der Palkan, der Belban Polpol Apollobal, der Khan. Khan heißt der König, König, Könner, Konr. Bei, Bel, bei gleich Sonne. Khan ist die Kunrune U mit Egü, die Abstammungszeugungs, Kienfackel, Geschlechtsranne. So allein eilt das Bild vom Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blute aufzieht, aufzüchtet, Sinn. Das lateinische Wort für Kirche, das selbst Kreis, Kirke bedeutet, Ecclesia, heißt Auslese. Nichts vermag deutlicher noch zu sagen, was die alte Kirche, Kerke, Kirke, Chris, Kreis in Wahrheit war, der Ring der Auserwählten nach Leib und Seele, also eine Rasse Geist- und Leibzuchtanstalt, die heute in ihr Gegenteil sich kehrte, nämlich die Katholizität, das Allgemeine, wie das Wort zu übersetzen wäre, indessen das All, der Gott erstarb und das Gemeine blieb. Einen wichtigen Hinweis bringt auch der Koran, wo er von Maria, Mirjam und dem Zimmermann Tajas spricht. Im Neuen Testament heißt dieser Zimmermann Josef. Aber der Koran hat den wirklichen Namen besser festgehalten. Christus nennt sich niemals den Sohn Josefs, sondern den Sohn Gottes, jetzt mystisch zu lesen. Er nennt sich auf Griechisch, Aramäisch oder Deutsch, gleich viel den Sohn des Theos, des Theus, des Zeus, des Teut. Theias im Koran, Teut im Deutschen und Theos im Neuen Testament sind aber ein Wort. Es bezeichnet den Weltenbaumeister, den Zimmermann, Gott, Tod gleich das Ganze. Theo und Zeo steht im Mexikanischen für die Sonne. Wo wir hinhorchen und hinfassen, wir hören und stoßen immer auf das gleiche Wort und den gleichen Begriff für das Hohe, für das Letzte, für den Vater, den Zeus, den Zeiger, den Zeuger und seinen Sohn, die Sonne. In Ravenna findet sich das Monogramm Christi, also unser Hagal, häufig in den Mosaiken, auf Steinsärgen und so weiter, ebenso in den Katakomben Roms. Es ist nun eigentümlich auffallend, dass dieses Monogramm, dieses Hagal auch mit dem Namen Gallus bezeichnet wird. Gallus gleich der Hahn, auf Deutsch der Hohe. Noch heute haben die Gallier den Hahn als Sinnbild. Wenn also das Hagal Gallus gleich der Gallier, Gallus, lateinisch, genannt wird, der Gallus aber der Hahn, der Herrn, der Hohe bedeutet, so sind wir um eine Bestätigung unserer vielleicht zuerst als allzu kühn empfundenen Ableitungen reicher. Aber so kühn sind unsere Schlüsse gar nicht, sie sind nur überraschend, weil man bisher sich überhaupt nichts unter diesen Dingen vorstellte. Die Ergebnisse sind einfach selbstverständlich, so verblüffend sie dem Neuling auf diesem Gebiete erscheinen.
Die Gallier in Frankreich, die Kelten, sind die angeblichen Galiläer in Palästina, wo nicht der geringste geschichtliche Anlass sich für die Vorgänge bietet, die das Neue Testament nach dort verlinkt. Gar nicht, denn die Namen der Orte und Landschaften haben zu keiner Zeit so geheißen, wie sie das Neue Testament bringt, mit wenig Ausnahmen, die sich durch Zufall und die Tatsache erklären, dass sich die Namen der Flüsse, Berge, Städte, Landschaften auf der ganzen Erde wiederholen als ein Ergebnis der Namensgebung der Arier auf ihren Wanderungen. Es ist alles übertragen später auf den Osten aus bestimmten untermenschlichen Gründen, zur Täuschung, zur Verwischung. Die Keltgermanen stammen aus dem Herzen der arischen Ursitze, dem Lande, das heute die Nordsee bedeckt, und alle Gallier, Galater, Galizier, Galiläer, Kaltier, Galatier, sind Sprossen, Wanderzüge und deren Ableger auf dem alten Wege nach Osten, Süden und Westen, um die Heimat zu entlasten von der überreichen Nachkommenschaft eines fruchtbaren Urvolkes. Wenn nun ein Jesus oder Jesus ein Gott oder König der Kelten oder Gallier war, so ist denn seine Wiege, seine Krippe, im Norden, in der Heimat der Kelten, Kalten, Gallier und nicht im Südosten. Wir haben schon bei der Untersuchung der astralen Bedeutung der Christusmisse darauf hingewiesen, dass sie nur unter dem nördlichen Polarhimmel entstanden sein konnte. Das Hagal, das Kakal, das Beloes ist also auch auf diesem Umwege als das Zeichen des Hannes, des Hohen erkannt, der heute noch als ein Sinnmal für den Hohen hoch auf den Turmspitzen der Kirchen thront. Italien hieß zu Christi Zeiten Tyrrhenos. Der Name ist noch im Tyrrhenischen Meer als Bezeichnung für das italienische Meer geblieben. Monogramm Christi, wie es aus der Hagal-Ranne entstand. Monogramm Christi. Italien gehört also zum engeren Türkreise sozusagen, ist eine Türkolonie des Nordens und ist es Jahrtausende geblieben, war es lange vor den Zügen der Gallier in dies Land, die nur ihr altes Eigentum dort warten gegenüber abgefallenen, selbstständig gewordenen Abkömmlingen des Nordens, bis zu den Zügen der Kimbern und Teutonen, der Goten, der Langobarden, der deutschen kaiserrömischer Nation, bis heute, denn wir Ahnungsvolleren wissen, warum uns die Sehnsucht verzehrt nach diesem Süden, ist er doch nur aus unserem Blute befruchtet und erhalten. Die Edda, die noch unerschlossene Geschichte birgt, weiß noch die Wahrheit, die wir in der Bibel und in der Ilias nicht mehr finden. Snorri schrieb in Formali, tat facet Tromaborg, erfier Kalum Troja. Das ist altnordische Sprache der Edda und heißt auf Deutsch, Dorja Kromaborg, die wir Troja nennen. Also was einst eine der vielen Troja-Burgen war, wurde Rom jetzt genannt. Auch die Ilias weiß noch, dass Rom von Troja aus begründet wurde, womit allerdings nicht das kleinasiatische Troja gemeint ist, dessen Name eine Vermutung ist, sondern ein Urmutter Troja auf der Atlantis. Das ist wichtig. Wir kommen wieder zur Troja, zur Dreie, zur Treue, zur Trias. Priamos, der König von Troja, nach einem Münzfund des Schliemanns in Hisalik, dem angeblichen Troja, als König von Atlantis. Erwiesen, hatte zum Schwiegersohn König Menon, dessen Sohn Tro hieß. Dieser Tro klingt an Tor an und wird tatsächlich mit Sif, der Frau Thoas, in Verbindung gebracht, ist also er selbst in später sagenhafter Entstellung. Tor, Tyr und Troja sind Brudernamen. Tro besiegt wilde Tiere und Drachen und es werden ihm die Taten eines Georg oder Michael zugeschrieben. Das Evangelium Lukas spielt in Rom. Es nennt Augustus und Tiberius. Das späte römische Christentum ist in Rom entstanden, merkwürdigerweise nicht in Palästina, wo es doch eher seine Wirkungen hätte geltend machen müssen. Alle Verpflanzungsgründe und Ursachen nach der Apostelgeschichte und anderen Quellen sind ungeschichtlich, unglaubhaft. Nur wenn man unsere Lehre von dem nordisch-atlantischen Ursprung der Heilandslehre einsetzt, gewinnt Rom als einer der Ausstrahlungsorte für ein vorchristliches Christentum eine gewisse Wahrscheinlichkeit und Bedeutung. Rom war, wie wir schon sahen, einer der vielen Troja-Ableger. Aber es hat früher die alte Troja, die Dreiheit, den Glauben verfälscht im Gegensatz zu den Troja-Pflanzstätten im Norden, deren eine uns bekannte, die irisch-schottische Christenkirche der Chuldäer ist. Chuldäa heißt nach der üblichen Erklärung die Gottverbundenen, Chuldäa, und damit ist wohl der Sinn richtig getroffen. Der Kult ist an sich das Mittel der Verbindung, der Vereinigung mit Gott. Wenn wir die Silbe Kulranisch schreiben, so kommen wir der Bedeutung noch näher. Chuldäa entspricht der U mit Ägykon oder Königspriestiarane, enthält also das Können, die Kunst, auch die Gunst der himmlischen und der irdischen. U löst sich auf in U, die Eurune und die Elafrune, also Olaf zusammengezogen, ein Wort, was Urleben oder Urliebe besagt. Kul wäre also nach seiner Wortbedeutung die Macht der Urliebe. Es ist nun bezeichnend, dass viele alte heilige Kultorte noch heute in ihrem Namen diesen Ursprung bewahrt haben, wie zum Beispiel Köln, Kulm, K, Huln. Nach Köln in Thüringen kamen übrigens die ersten Kulidier im 6. Jahrhundert. Wenn Rom später den nordischen Königen das Imperium Romanum abtrat oder anbot, dann sicher nicht ohne guten Grund und alte Rechte. Es gab den Erben der alten Urtroja im Norden oder auf Atlantis das, was ihnen gebührte, nicht freiwillig, wahllos, sondern unter irgendeinem Überlieferungsdruck oder Zwange, den wir heute nicht mehr ganz durchschauen können. Das Christentum, als Mysterienreligion, kam von Norden und verbreitete sich, geheim gehalten, allmählich über den Kontinent aus, ganz auf den Wegen der alten arischen Wanderzüge. Diese arisch-atlantischen Mysterien, von der alle Völker der Erde ihre Religionen bezogen, um sie mehr oder weniger entstellt und entseelt zu bewahren, sickerten im Laufe der Zeit und mit der fortschreitenden Rassenvermischung aus den lange reinbehüteten Kalksbehältern der Mysterienschulen der ganzen Erde unter die nur teilweise reif gewordene Masse, wodurch sie schon bei ihrem breiteren Bekanntwerden entartete. Die angeblich von den frühen Christen Roms angelegten Katakomben waren in der Tat uralte vorchristliche Kultstätten. Jener Mysterienreligion von ungewöhnlicher Ausdehnung, die niemals hätten verheimlicht werden können. Sie waren unermessliche Logengebäude der damaligen Hütten, aus
aus deren Lehren das allmählich öffentlich werdende der Mysterien, genannt Christentum, erstand, sich entwickelte. Alle Religionen aber halten sich ursprünglich an Symbole und denken auch nur symbolisch. Darum findet man in den Katakomben Roms, wie übrigens überall an alten Kultstätten jene angeblich frühchristlichen Symbole des Hakenkreuzes, des Radkreuzes und des Lebenskreuzes, die tatsächlich alle vorchristlich sind. So nur ist es dem Nachdenklichen verständlich und erklärlich, dass in Irland, in Galilee der Jesus schon einige tausend Jahre älter ist als in Palästina, und ihre schottische Missionare, Sendboten einer nordischen Kultleitung, schon in Deutschland 400 Jahre vor Rom arbeiteten. Auf den ersten Blick mag dem völlig Unvorbereiteten eine solche Umkehrung der Dinge unerhört und unmöglich erscheinen, es werden aber in Zukunft die Belege sich häufen und ganz klar das Ergebnis unserer Ausführungen stützen. Im Vatikan selber wird man die Beweise als Urkunden, Brandenwerke, Geschichtsbücher, wie alle römischen über die Germanen, die bisher nur bruchstückweise bekannt sind, einst finden. Es gibt für den geistig eingestellten freien Franken ein untrügliches Zeichen für die Wahrheit unserer Darstellung, das ist die Tatsache, dass das Christentum in einer höheren Auffassung, Vorstellung und Gestaltung ausschließliches Eigentum der germanischen Völker ist, dass es im nichtarischen Süden entartet in dem Maße der allmählichen Entnordung der dort lebenden Mischvölker und dass es heute in seinem angeblichen Entstehungsherde, Palästina, nur noch mühsam sich erhält, nicht zum wenigsten durch die Unterstützung des Abendlandes seit den Kreuzzügen, die eine bewusste Ablenkung des Auges der Abendländer von der nordwestlichen geistigen Heimat bezweckten. Hagalrane, Monogramm Christi, Hakenkreuz aus den Katakomben Roms. Eine merkwürdige Überlieferung ist das Haus der Maria in Loreto in Italien. Das Volk behauptete immer, Loreto sei Nazareth. Solche Tatsachen darf man nicht lächelnd zu übergehen suchen, sondern sie ihrem Werte nach einschätzen lernen. Man hefft sich, um diese unbequeme Erinnerung unschädlich zu machen mit der Ausrede, Engel hätten das Haus der Maria von Palästina nach Italien getragen. Wir behaupten damit nicht die Geburt Christi oder eines Jesus in Loreto, womit wir in denselben Fehler fielen, den wir bekämpfen, aber solche Betrachtungen weisen uns die Richtung jedenfalls, die wir einzuschlagen haben, um in diesen Fragen und Dingen, die einen großen Teil der Menschheit bewusst oder unbewusst beschäftigen, klar zu sehen. Es ist nicht gleichgültig für die seelischen, leiblichen und geistigen Zustände einer Menschheit, ob sie seit nahezu 2000 Jahren unter der verheerenden Zwangsvorstellung einer lügnerischen Überlieferung steht. Der offenkundige Niedergang der arisch-europäischen Menschheit ist auf diese geistige Fäulnis zurückzuführen. Ähnliche Sagen, wie die Loretosage, sind nun als christliche Legenden über ganz Europa verbreitet und alle nehmen das Erscheinen des Herrn im nordischen Lande als selbstverständlich an. Man nennt das naiv und trifft damit ungewollt das Richtige, indem es die echte Kindschaft der Idee beweist. Der Gekreuzigte erscheint auch vorchristlich auf einer Vase aus Kumar, das als Sibyllenort ausgezeichnet ist. Neben ihm stehen Engel, unter ihm ein Mann mit Schlangenstab, ein Weib mit Flügeln und Fackel und ein Mann mit Kreuz und Hammer in der Hand. Auch in Uppsala sind Sibyllen noch überliefert unter dem Namen einer heiligen Kuh. Die sibyllinischen Bücher würden uns über unsere Fragen genaue Auskunft geben. Aber alles wurde vernichtet, was irgendwie hätte den Betrug, die Fälschung offenbar gemacht. Byrans Sohn erzählt, dass bei der Einnahme und der Zerstörung von Arkona, welches Wort Sonnenweib oder auch Sonnenkunde bedeutet, die drei allerheiligsten Bücher verbrannt wurden. Menschen und Bücher wurden zu Millionen von der Romkirche verbrannt. Man meinte mit dem Körper, dem Pergament den Geist auch zu verbrennen, aber es wird alles wieder aufgefunden werden aus dem Geiste. Und es wird die Zeit anbrechen, wo die Wahrheit wieder an die Sonne kommt, und wäre alles noch so fein verbrannt und die Asche in alle Winde zerstreut. Hakenkreuze aus Altamerika. Die Kreuzigung ist jünger als das Sinnbild des Kreuzes, darum kann das Kreuz nicht vom Kreuze auf Golgatha kommen. Das Kreuzessymbol verrät, wie nichts anderes in dem ganzen Mythos die entstellte Verzerrung eines Weltgedankens in eine Hinrichtungsszene. Und alle, die auf ihre Erlösung durch diesen Opfertod gewartet haben und noch warten, sind genarrt, einmal weil es eine Lüge ist, an die sie ihre letzte Hoffnung hängen, und das andere Mal, weil sie so gottverlassen sind zu glauben, zu meinen, irgendwer könnte sie erlösen in Stellvertretung, gar noch durch den leiblichen Tod, als wenn geistiges durch leibliches Opfer erlöst werden könnte. Die Menschheit hat in Milliarden von Einzelleben seit einigen Jahrtausenden im Irrtum gelebt, nur wenige Eingeweihte, die es immer gab, haben den Trug durchschaut, aber so laut sie auch riefen, nur wenige haben sie bisher gehört. Aber die Zeit ist erfüllt, nicht nur die Wachen sind bereit, die Schlafenden werden wach. Das Kreuzeszeichen finden wir an Dolmen in Irland lange vor der sogenannten Einführung des östlichen Christentums im Norden, als Hakenkreuz ging es vor Zehntausenden von Jahren nachweislich vom Norden über die ganze Erde. Dort auch erklärt Jesus Christus die 16 Buchstaben des Irischen, des arischen Alphabetes, mit anderen Worten, die 16-teilige Rannenreihe, das Runenfutag, das Futter, das Vater gebet. Denn was wäre an einem ABC zu erklären? Oder wollte er seine Jünger schreiben lehren? Das sehr alte irische Alphabet hat 16 Zeichen und zeigt große Ähnlichkeit mit Rannen, wie das zu erwarten ist. Es gibt altkeltische Texte und Inschriften, die noch nicht entziffert sind. Die beamteten und bezahlten Wissenschaftsvertreter bemühen sich um das Fernliegendste mit vorbildlichem Eifer, werden aber wie von einer unsichtbaren Kraft von den Stellen abgehalten, die wertvolle Erkenntnisse bringen könnten. Der ganze Norden weist wichtigere Fundsachen auf, die der Bearbeitung bedürfen, als der schon gänzlich ausgesogene Orient, wo man oft den Schutt schon zum dritten und vierten Male umgräbt, um einige halbe Ziegel zu finden. Um die Felszeichnungen von Bohuslän hat sich noch niemand ernstlich bekümmert, oder wenn einer wollte, bekümmern können, weil die Regierungen der nordeuropäischen Staaten für solche naheliegenden Arbeiten kein Geld haben. Aber es liegt an den Staatsprofessoren selber.
Wenn Sie dafür Mittel verlangen würden, so bekämen Sie welche, aber mit solchen schwierigen Sachen ist kein Ruhm zu erwerben, eher Bloßstellung, wenn man so gar nicht weiß, was man damit machen soll. Jesus ritt bei den Kelten auf einem weißen Pferde. Es ist das Wappentier der weißen Rasse überhaupt und spukt heute noch in alten Sagen. Im Kernlande der weißen, arischen Rasse, im alten Sachsen, wo die Saßen sitzen, die Ursippen, lebt noch das weiße springende Ross im Wappen Hannovers. Weißes Ross ist wied und rot. Damit ist verkahlt, Wissen und Recht im Lande des weißen Pferdes, im alten Sachsen, im Lande Widukind, das sich am längsten gegen den Brudermord Karls des Sachsenschlechters wehrte. Widukind oder Wittekind wird gewöhnlich mit Kind der Witwe übersetzt und diese Übersetzung hat auf einer bestimmten Erkenntnisebene auch Sinn, nämlich, wenn man mit der Witwe das alte Wittum, das alte Weißtum meint. Daher nannten sich auch die Meister der Bauhütten, wie ihre Nachfolger, die Freimaurer auch, gerne Kinder der Witwe. Wied oder Witte ist aber unser Wissen, ein Wied oder Wittekind ist demnach auf einer höheren Deutungsebene ein Wissenskünder, ein Weisheitskünder, aber auch ein Weisheitskind, weil es der alten Witwe sein Wissen, sein Weißtum verdankt.